Leute. Ihr wisst schon, dass wir jetzt Dreharbeiten haben. Jetzt? Ja, jetzt. Also Termin ist schon. Ja, dann los. Ja, los. Oh. Frag doch mal. So Jungs, ist ja wunderbar, dass wir uns jetzt endlich zum Interview zusammensetzen konnten. Verdammt, und scheiße, ja. Scheiße, verdammt. Und die erste Frage, die sich mir aufdrängt, ist, warum eigentlich Cryptic Forest? Das ist ja ein Kackname. Was soll das eigentlich bedeuten? Ja, das kommt vom Simon, dem Arschloch. Ja, eigentlich. Die Drecksau. Der hatte immer schon ein bisschen was im Wald zu schaffen. Der gräbt da öfters Löcher. Ja. Und jeder fragt sich, warum. Ja, gut. Und darum aber kryptisch. Ja, kryptischer Wald. Das hat mich auch schon mal jemand gefragt. Ja, nee, aber ernsthaft, das war halt, vor 10 Jahren hatte Simon mal die Idee irgendwie und man sucht halt so nach einem Namen, wenn man eine Band hat irgendwie und da denkt man sich halt, wie nenne ich meine Band jetzt? Und dann kommt man halt auf so Schwachsinn. Kryptischer Wald. Leute, in kryptischer Wald aussehen. Ich muss nochmal unterbrechen, ich müsste das mal ein bisschen ausschalten. Ich weiß nicht. Ah. Ja, wir haben das mal kurz gemutet, weil das ein bisschen von der Lautstärke ist. Ja, mach das mit, mach mit. Nee, das hier. Ja, wir zerlegen jetzt euren Stand. Ja. Also mit der Lautstärke, das. Ja, es geht ja, Leute, es ist Nacht. Halt ja, ihr könnt das nicht bringen. Es ist laut. Die Leute wollen schlafen. Na, ganz im Ernst. Im Ernst, nicht im August. Nee. Ich weiß nicht, ob du lieber im Ernst oder im August bist. Das ist hier die Frage. Ich fühle mich im Ernst wohler. Ich bin gerade hinten. Wie heißt du? Marcel. Marcel, ja Marcel. Ich weiß nicht, wie es ist, Marcel. Ich muss erstmal kurz hinter meine Mischung machen. Nur Sau. Ich dachte, ihr verkauft so, hier. So. Machen wir auch, aber ich muss. Ja. Ihr macht alles. Ihr macht alles? Ja. Alles? Fast alles. Nein, alles nicht. Alles nicht. Alles machen wir nicht. Muss ich aufpassen, was ich sage. Nur gute Musik. Aber ich muss trotzdem mal kurz hier hinter meine Mischung machen. Ihr unterbrecht unser Interview. Ja? Machst du einen Schnitt? Werbung. Werbung. Also, hey, frag das nochmal. Bullwett. So Jungs, jetzt haben wir es ja endlich mal geschafft, hier uns zum Interview zusammenzufinden. Ja, scheiße. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Scheiße halt, ja. Erste Frage, was mich mal interessieren würde, ist, wie seid ihr eigentlich auf Cryptic Forest gekommen? Ist ja eigentlich schon ein seltsamer Name. Cryptic Forest. Scheiße, Mann. Wir haben keine Ahnung, weil das ist alles auf Simons Scheiße gewachsen, auf dem Scheißhaufen. Ja, weil der hat früher immer Löcher im Wald gegraben und alle haben sich gefragt, wieso eigentlich. Ja. Und so kam das. Ja. Im Prinzip hatte Simon sich das ausgedacht. Man hat halt, wenn das so, das ist halt so als Band, man sucht halt irgendwie einen Namen. Und als Black Metal Band, wie es ursprünglich Cryptic Forest war oder immer noch ist, wie auch immer man uns bezeichnen will, muss man einen sehr, truigen Namen. Einen truen Namen wählen und dann hat der Simon halt gemeint, Cryptic Forest klingt cool und ja, das muss ja auch. Und darum, drum. Ja. Alles auf Simons Scheißhaufen gewachsen. Und was ist in eurer Erziehung schiefgelaufen, dass ihr unbedingt Black Metal machen müsst? Alles. Erzähl mal ein bisschen aus deiner Kindheit. Nee. Ich hatte keine. Ich hatte doch mal mit dem Skateboard auf den Kopf geflogen. Ja. Irgendwo. Mit dem Skateboard? Ja. Ich bin damals mit dem Skateboard auf den Kopf gefallen, aber das interessiert mich auch nicht und das geht dich auch nichts an und leck mich. Am Arsch. Was dann noch? Hose runter? Hose runter, ja. Das machen wir dann nachher da hinten. Das machen wir nachher hinten im Klo, ja. Nochmal. Vielleicht für die eure absolut unbekannte und total beschissene Band nicht kennen. Das ist mir scheißegal. Womit beschäftigt ihr euch thematisch, lyrisch? Das ist mir auch scheißegal. Thematisch? Das thematisch. Du singst doch, oder? Ja, du singst. Thematisch beschäftige ich mich mit Sachen. Du kratzt ja manchmal am Sack auch auf der Bühne. Ja. Nee, aber thematisch ist, ja im Prinzip geht es ja um Östür, unsere Welt. Östür? Ja. Hat auf jeden Fall nichts mit Immortal zu tun, würde ich mal sagen. Nee, auf keinen Fall. Weil das interessiert uns ebenfalls nicht. Ja. Nicht. Wir haben nichts zu tun mit anderen Bands auch. Wir machen halt Musik, aber. Ja. Ja, nee, im Prinzip geht es halt um den Hass, den man halt in sich trägt. Ja. Und den man mit der Musik, die wir produzieren, dann nach außen tragen kann und damit seinen Hass abbauen kann und seine Aggression. Genau, deswegen auch der Daumen runter. Für alle, die Hass in sich tragen und dann kann man den Daumen runter benutzen, ja. Genau, weil manchmal denkt man sich ja, ist ja alles schlecht hier um mich rum. Und dann hört man aber zum Beispiel unsere Musik, die übrigens sehr gut ist und man sollte unbedingt die CD kaufen.
dann denkt man sich, ja, nee, ist ja gar nicht alles so schlecht, weil die Musik ist ja zum Beispiel voll geil. Ja. Und dann ist wieder, dann kommt man wieder auf andere Gedanken vielleicht und kann eher seine Depression, die man vielleicht hat, in sich in Hass umwandeln, weil Hass ist produktiver als Depression, habe ich mal in einem Film gehört. Damals halt, ja. Ja, zum Beispiel. Ja, finde ich auch. Oder so ähnlich. Ja, wir müssen mal schneller reden, das ist schon richtig. Es ist alles hier zeitlich begrenzt. Okay. Wie sieht denn das aus? Was macht denn ihr so in der Freizeit, wenn ihr nicht gerade versucht, Hass abzubauen? Was wir da machen? Ja, wir drehen Yusuf-Filme hauptsächlich eigentlich. Ja. Wir planen damit auf YouTube groß rauszukommen, eines Tages, aber die müssen wir erst noch schneiden, weil das besteht aus 7 Sekunden Handy-Videos hauptsächlich. Ja. Die wir hier jetzt vielleicht auch machen könnten, aber der dreht ein bisschen schneller. Wieso seid ihr eigentlich nur noch zu zweit? Wo ist eigentlich der Rest? Warum? Ja, der Rest, der musste heim. Der eine fährt jetzt 10 Stunden mit dem Bus nach Hause. Auf dem Klo eingeschlafen. Ja gut, der eine gestern schon auf dem Klo eingeschlafen. Die andere Scheiße fährt 10 Stunden heim mit dem Bus, weil er ins Studio muss, weil er mit seiner anderen Scheißband, die Finsterforst heißt. Muss der noch Musik machen? Da muss der noch Musik machen, ja. Und also reicht das? Ich glaube, der will produktiv sein, aber der Simon. Es reicht ihm nicht, den Hass durch eure Band abzubauen, ne? Genau. Er hat nämlich noch eine zweite Band. Er schreibt für die Band Songs und für unsere Band Songs für seine Band. Ich würde fast sagen, wenn man jetzt mal irgendwie spekulieren will, bei Finsterforce schreibt er das depressivere Zeug. Ja. Wenn er schlechte Laune hat und grantig ist. Und dann bei Cryptic Forest lässt er den Hass raus, also die Brutalität. Wobei Finsterforce ja auch brutal ist, aber. Ja, nicht so direkt halt, ja. Oder er ist einfach nur dumm, weil er mit uns Musik macht. Und bei Cryptic Forest sind einfach nur Vollidioten am Start, die einfach nur einen an der Waffel haben. Und ich würde nicht gerne mit uns Musik machen, weil wir alle einen total am Helm haben. Würdest du deine Live-Show selber angucken wollen, wenn du jetzt nicht gut wärst? Nö, doch, deswegen mache ich das, ja. Ich spiele live, um mich selber nicht ertragen zu müssen. Weil sonst müsstest du das ja. Ja. Deswegen. Wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Ja. Deswegen gibt es auch hier so Shirts, mit denen man kann Lukas kaufen. Lustige Sachen als machen T-Shirt kann. T-Shirt gibt es hier Lukas. Ja, mittlerweile. Der trinkt auch gern Bier. Lecker. Aber mag der sehr gerne, habe ich. Jetzt randaliert ihr an einem fremden Stand? Macht ihr das immer so? Das machen wir immer so. Weil Schwamm drüber, sag ich mal. Warum trägst du eigentlich auf der Bühne Ketten? Was willst du damit ausdrücken? Ach, gute Frage, ja. Ja, das hatten wir ja ursprünglich alle mal, dass wir Ketten anhatten. Aber ich glaube, Lukas ist vielleicht der Letzte, der es kapiert hat, dass wir das nicht mehr anziehen auf der Bühne. Wir haben es alle abgelegt, weil es immer so lästig war. Ja. Und es war einfach nur nervig. beim Instrumente umlegen war das einfach nur nervig. Und vielleicht habe ich einfach kein Instrument vor mir hängen. Und dann habe ich vergessen, die Ketten abzulegen. Nee, das war halt früher unsere Bühnenshow einfach, aber wir haben das halt mittlerweile abgelegt. Wir hatten noch ganz früher mal Corpse Paint, aber da müssen wir nicht drüber reden. Das war einfach irgendwann, hatten wir genug davon, aber man entwickelt sich auch weiter irgendwie als Band. Das ist mir scheißegal. Warum beschmiert ihr euch eigentlich nicht mit Dreck wie Finsterforce? Ja, weil Finsterforce ist einfach nur eine scheiß Drecksband und die machen das schon richtig mit ihrem Dreck. Und gut, wir sind einfach nur scheiße und dumm. Ja, wir schmieren uns mit Bier vorher, das sieht man halt nicht unbedingt. Ja. Weiß ich nicht. Wo seht ihr euch in 10 Jahren? Ja, da sitzen wir vielleicht wieder hier und dann trinken wir ein Bier und. Dann sitzen wir immer noch hier wahrscheinlich. Dann sitzen wir nochmal hier. Und, weil ich mal rausgekommen bin. Ja. Ja, weil ich es mir echt schwer tue hier mit dem Aufstehen und allem. Ja. Ich mach das nur mal. In 10 Jahren? Das ist eine gute Frage eigentlich. In 10 Jahren? Das interessiert mich auch nicht. Also in 10 Jahren, was ich in 10 Jahren mache, ist mir scheißegal. Ja. Ich kann dir sagen, was wir morgen machen. Wir essen eine Haxe im Eisgrub in Mainz, was super ist. Eisgrub Brauerei in Mainz, ja. Ja, das da ist mal eine Haxe. Da wird diese Schleichwerbung jetzt. Da gibt es so eine Haxe so und die schmeckt so lecker. Da beißt man rein und kommt noch eine Haxe hinterher. Ich wohne seit ein paar Jahren in Mainz und die schmeckt so lecker da. Schon seit Jahren schmeckt die lecker und die wird einfach nicht schlechter. Und Eisgrub in Mainz, Haxe,
Abfahrt. Abfahrt. Ja. Und wo hast du vorher gewohnt? Ich komme eigentlich aus der Göppinger Gegend, Nähe Stuttgart, im Schwabenland. Und bin leider irgendwie durch irgendwelche Zustände nach Freiburg gekommen und bin leider in der Band und seither mache ich die Scheiße halt. Ja, man sucht sich ja nicht aus und dann ist das auf einmal so und dann auf einmal ist man hier, macht ein Interview und dann muss man hier Scheiße neben dem hocken. Und ich habe ihn kennengelernt, ich habe die anderen Scheißhaufen kennengelernt und ich hasse alle, aber irgendwie ist so eine Hassliebe und ich muss da hin. Es ist vor allem immer schön, wenn man zu einem Festival hinfährt. Ich glaube, du hast auf mich hin. 4 Stunden lang gewartet, weil auf jeden Fall war es nicht meine Schuld. Ja. Vor allem heute, das also gestern, heute und gestern habe ich 4 Stunden warten müssen, um hierher zu kommen, weil man warten muss, bis jemand kommt und dann dahin fährt. Das Stichwort ist Koordination, das haben wir auf jeden Fall. Ja, das haben wir auf jeden Fall in dem Video bewiesen. Ne? Ja. Die Antworten sind auch, glaube ich, richtig gut koordiniert und wir wollen auf selbe hinaus mit den Antworten. Ja. Informativ, lehrreich, pädagogisch, definitiv. Stichwort Seriosität, sage ich mal. Ja. Ja. Jetzt habe ich meine Frage verschluckt. Verdammt. Jetzt hat er seine was verschluckt? Träumt ihr? Träumen? Träumen. Ich träume von nackten Männern. Aber ich kann nichts dafür eigentlich. Ich mag keine nackten Männer. Also würdest du es als Albtraum bezeichnen? Ja. Ja, Albträume, die man in der Musik auch vielleicht raushört. Nackte Männer, verklanglicht. Ja. Ich habe oft Albträume von der Band und ich hasse die Band. Würdest du dein Leben als die Hölle bezeichnen? Natürlich. Und wo kommst du dann raus, wenn du stirbst? Wo mal ganz tief. In Valhalla. Valhalla. Nee, oder? Ja, wo kommen wir raus, wenn wir sterben? Bis. Ja, nirgends. Ja, die Antwort ist sehr komplex, wie man das merkt. Das ist mir auch scheißegal. Schaut mal halt mal, das sieht man ja dann. Aber ich trinke jetzt noch. Naja, nee, so eine richtige Antwort gibt's ja nicht. Und aber wo ich rauskomme, ist mir scheißegal, weil ich habe jetzt Spaß und dann macht das auch Spaß. Und der Simon fährt übrigens immer noch Bus. Ja? Der war vor 3 Stunden circa in Frankfurt. Der fährt immer was? Und der hatte heute eine 10-Stunden Busfahrt hinter sich und Simon, der nix. Simon ist gestern losgefahren, ja? Nee, heute Morgen um 9. Heute Morgen um 9. Der fährt jetzt immer noch? Nee, ja. Warum fährt der immer noch Bus? Der fuhr 10 Stunden nach Freiburg mit dem Bus, weil er ins Studio musste für seine zweite Scheißband Finsterforst. Ich glaube, ich beende jetzt mal diese ganze Gülle, die hier aus euren Mündern tropft. Ein Abfall. Ein totaler Abfall, aber passt ja gut. Kann man 5 Sekunden brauchen. Passt gut zu eurer Musik, von daher würde ich sagen. Das ist auch scheiße. Verpisst euch mal aus diesem fremden Merchandise-Stand. Ja, ich muss noch weiter bisschen, ich habe vorhin nur abgeklemmt. Richtig. Mach nochmal auf cool hier. Komm, ja, posen. Komm. Hier, er auch. Und er hier noch. Hau mal einen Ruf. Schlag doch mal ins Gesicht. Brutal.